Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 13. Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Heute in der Kuschel-Edition. In der absoluten Cozy, Onesie, Plush. Plush? Ja, Plush. Plush-Edition. Tassen, Tassen-Edition. Ja. Auch heute haben wir wieder 5 Filme für euch. Ja, wir waren fleißig und wir haben, glaube ich, in den letzten drei Tagen alle diese Filme geschaut, oder? Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Aber wir hatten irgendwie davor irgendwie keine Abende gefunden, wo wir schauen konnten. Und dann haben wir jetzt ganz schnell nachgeholt. Und wir haben unser Glas neu gefüllt. Ja, das Pfirsichglas, das ominöse, hat neuen Inhalt bekommen. Ja, und ich habe auch die Vorschläge, die man mir geschickt hat, berücksichtigt. Okay, also soll keiner sagen, wir würden nicht auf unsere Zuschauer und Hörer hören. Richtig. Ja. Apropos für alle, die zum ersten Mal einschalten oder zum ersten Mal reinhören hier beim Nerdizismus-Podcast. Mein Name ist Chris, das ist Forever Nerd Girl Anja. Und regelmäßig, unregelmäßig zeigen wir uns gegenseitig Filme, die der andere noch nicht gesehen hat. Und dann sprechen wir drüber in diesem Podcast heute. Richtig. Was mir gerade einfällt zu meinem Nickname auf Instagram. Da hat mich letztens jemand gefragt, wie heißt du denn auf Instagram? Und ich habe so genuschelt, Forever Not Girl. Was? Forever Notgeil? Ja, ich glaube, das muss man sehr genau aussprechen. Ja, wahrscheinlich. Kann zu Missverständnissen führen. Wahrscheinlich schon. Es ist Forever Nerd Girl. Genau, da findet ihr das Mädel auf Instagram. Ja. Für alle, die uns sonst schreiben wollen, könnt ihr das tun an info@nerdizismus.de oder ihr schreibt eine WhatsApp mit Feedback an die 0152 596 47709. Der Michael macht das normalerweise alles viel besser und viel ausführlicher etc., aber ihr kennt uns ja schon, ne? Und das ist ja eigentlich eher für die neuen Zuhörer und Zuschauer. Und wir haben ja an der Stelle jetzt auch mal, wir sind ein bisschen serienlos in unserem Podcast. Ja, das ist gerade zurzeit alles irgendwie Pause oder fertig. Westworld ist fertig, könnt ihr unsere Besprechung hören. Star Trek gibt es im Moment auch nichts Neues. The Walking Dead ist auf Corona-Pause. Und dann haben wir Michael uns gedacht, wir fangen mal mit Snowpiercer an. Und da werden wir mal ein Review zur ersten Staffel machen. Also wir gucken uns jetzt den Film an. Das ist einer von Michaels Lieblingsfilmen. Ja. Okay. Wir sollten den in der Reihe gesellschaftliche Kritikfilme auch nochmal gucken. Ah, da müssen wir den auf jeden Fall berücksichtigen. Genau, da würde der nochmal sehr gut passen. Und das heißt, da wird es also ein bisschen weitergehen. Und ich glaube, ein bisschen was Buchmäßiges bereitest du auch vor. Ja, aber mir fällt ja gerade was auf. In unserer Liste, die wir heute besprechen, fehlt ein Film. Echt? Dann machen wir den einfach das nächste Mal. Okay. Gut. Weil ja gerade gesellschaftliche Kritik erwähnt wird. Den habe ich extra nicht, weil sonst hätten wir heute 6 Filme. Ja, deswegen, okay, gut. Ja. Dann haben wir schon mal einen fürs nächste Mal. Ja, ich dachte, wir machen vielleicht so eine, nicht so viel verraten. So, also, welche Filme haben wir heute auf der Pfanne? Heute sind es 5 Filme für euch und 3 von dir und 2 von mir. Ach Gott, ja, die von mir, das ist wieder so, typisch Frauenfilme. Und bei ihm sind es typisch Männerfilme. Irgendwie so klischee-mäßig könnte man das behaupten. Aber ich muss sagen, was er mir gezeigt hat, teilweise fand ich auch okay. Auch okay. Nein, wir fangen jetzt mal an mit unserem ersten Film. Und das ist ein Klassiker aus dem Jahre 1999, wo natürlich die Schwämme der Teenager-Komödien aus den USA uns erreicht haben, mit einem meiner liebsten Schauspielern, und zwar Heath Ledger, may he rest in peace, 10 Dinge, die ich an dir hasse, 10 things I hate about you. Ja, eine lose Adaption von Shakespeares Der widerspenstigen Zähmung. Ohne irgendwelche Reime oder sonst irgendwas. Worum geht's? Es geht um ein Mädchen namens Cameron,
ein Buben namens Cameron, der sich in ein Mädchen namens Bianca Stratford verliebt. So, und die Bianca ist aber dummerweise so das Posh-Girl an der Schule. Ja, aber sie macht eine Charakterentwicklung durch, das muss man schon ihr zugestehen. Ja, sie hat aber noch eine Schwester, die Bianca Stratford, nämlich die Cat Stratford, Katharina Stratford. Und die ist so ziemlich das genaue Gegenteil von ihr. Genau, sie ist das coole Girl, würde ich jetzt mal sagen. Die ja feministischen Rock hört und ja generell was gegen antifeministische Männer hat und einfach ihre Freiheit liebt. Ja, eigentlich ist sie ein sehr cooles Vorbild für alle jungen Mädchen. Ja, das kann man heute sagen. Damals war sie einfach noch. Und ich glaube, deswegen sind auch, wir stellen ja unseren Gaststars immer so diese Nerd-Faktor-Frage. Ja. Und ich glaube, wenn so ein Amerikaner an Nerd denkt, denkt er halt an so jemand. Und deswegen ja. Zucken die immer erst so eine Weile, weil sie gar nicht, weil ich glaube, die Konnotation des Wortes Nerd hat hier eine durchaus andere, nicht ganz so negativ behaftete, wie vielleicht in so einer College-Highschool-Geschichte. Ja, das mag gut sein. Also ich glaube auch, dass auf einer richtigen Highschool sind dann die Nerds wirklich die im Mathe-Club sitzen. Ja, oder im Buchstabierwettbewerb. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall gibt es also dann noch den... Achso, der Cameron wird übrigens gespielt von Joseph Gordon-Levitt als ganz junger... Ja, ich finde das total liebenswert, ihn mal zu sehen in einer seiner ersten Rollen, so als Teenager. Ich finde das total süß. Die Julia, die Cat wird gespielt von Julia Stiles. Genau. Und dann gibt es eben noch den Patrick und der soll, damit der Schulbo mit Bianca ausgehen kann und die Stratford-Mädels zu Hause die komische Regel haben, dass sie entweder zu zweit ausgehen dürfen oder gar nicht, muss sich also sozusagen der Schulrüpel, der Patrick, gespielt von Heath Ledger, an die Cat ranmachen und sie sozusagen ablenken, damit der Schulschöne... Genau, er wird dafür bezahlt, genau, dass er sie ausführt. Bezahlt, genau, damit er mit ihr ausgehen kann. So. Ja, also damit der... ja, der Schönling mit ihr ausgehen kann, aber das ist eigentlich nochmal ein anderer Plan von Cameron mit seinem Freund, die ihn nur als Zahlungsmittel benutzen, weil eigentlich soll Bianca ja mit Cameron ausgehen. Ja, ihr merkt schon, das Ganze hat durchaus was von so einem klassischen Theaterstück, wo so der eine mit dem und hintenrum und vorne wieder mit dem etc. pp. Das Problem, was ich mit dem Film hatte, es war einfach grottenlangweilig. Was soll ich sagen? Es war nicht lustig. Ich glaube, da sind wirklich komische Momente dabei. Nenn mir einen. Aha. Zum Beispiel der Pfeil in dem Hintern. Ach, der war schon lustig. Okay, wir haben also einen Pfeil im Hintern. Ja, gern. Also noch mehr. Also, tut mir leid, dass ich jetzt nicht aus dem FF dir so aus der Pistole schießen kann. Aber was ich halt mit dem Film verbinde, sind halt auch so Teenager... Gefühle, sag ich mal, weil ich den irgendwann auch in meinen Teenagerjahren das erste Mal gesehen habe. Der Film ist von 99, mit 9 Jahren habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen. Was Chris zu mir gesagt hatte, nachdem der Film zu Ende war, war, dass zu der damaligen Zeit ja viel solche Romeo-Julia-Sachen adaptiert wurden. Also wir hatten ja diesen Romeo-Julia-Film mit Leonardo DiCaprio. Ja. Und dass das halt alles so in die Richtung ging und das, ja... Also so kam es mir so ein bisschen vor, als hätte man diesen Film so, verdammt, die Romeo und Julia war super erfolgreich, wir brauchen jetzt auch so irgendwas, was können wir machen? In den 90ern gab es dann noch diese Kenneth Branagh Shakespeare-Filme, die aber alle eher ja klassisch unterwegs sind. Ja, also was soll ich sagen, es ist halt, der kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt eine werketreue Verfilmung ist, was er nicht ist, und eine Teenie-Komödie, da gibt es definitiv lustigere und bessere. Welche Teenie-Komödie ist eigentlich so richtig lustig? Also eigentlich sind die alle überhaupt nicht so richtig lustig. Also ich glaube, dass ich bei 10 Dinge, die ich an dir hasse, auch 1999 nicht im Kino großartig gelacht hätte. Also ich finde, American Pie ist schon ein lustiger Film. Zum Beispiel, ja. Aber dann kommt lange nichts, was ich irgendwie so richtig lustig finde. Ich finde einfach, 10 Dinge, die ich an dir hasse, ist jetzt auch kein Film, wo ich sage, boah, der ist so richtig lustig. Nein, aber der ist halt liebenswert und der hat nette Charaktere und
der ist schon unterhaltsam, finde ich. Der ist jetzt nicht so, dass ich da brüllend vor Lachen auf dem Boden liege. Das will der Film auch jetzt auch nicht. Ja, und dann, ganz ehrlich, dann mache ich lieber einen Coming-of-Age-Film wie den nächsten Film, den wir gleich haben. Den fand ich dann um Längen besser. Ja, aber es geht ja jetzt auch dann jetzt nicht um Drama, sondern es ist schon diese Intrige und dieses da hintenrum, dieses Versuchen, aus der Nerd-Ecke rauszukommen und das Mädchen irgendwie zu begeistern. Ja, und das finde ich eigentlich schon ganz schön. Okay, darfst du auch gerne. Ich fand ihn einfach langweilig, schlicht und ergreifend. Ich fand tut mir ihn leid. Nicht schlecht. Also, ja. Nein, er war nicht schlecht gemacht. Also zum Beispiel Burlesque war teilweise handwerklich einfach schlecht gemacht. Ja, der gemacht, war schlecht ja. gemacht. Der war handwerklich, war der alles in Ordnung, war alles gut. Sogar die Musik war gut. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, glaube ich, von dem Film mehr über die Musik, über den Soundtrack damals erfahren habe, als von dem Film selber. Aber ich fand ihn einfach langweilig, schlicht und ergreifend, belanglos, könnte man sagen. Und nachdem man sich dann eben einmal satt gesehen hat an dem jungen Heath Ledger und Julia Stiles und Gordon Joseph Lewitt, ja, dann war es das halt auch schon irgendwie. Meine Lieblingsszene ist ja die Szene mit Patrick und Kat, wo sie ihr erstes Date haben. Und dann mit den Farbballons aufeinander werfen. Ich finde das so cool. Ich fand einfach die Szene so toll, dass man so als erstes Date sowas Actiongeladenes macht. Und das war einfach so schön. Also man freut sich für die Charaktere irgendwie mit, dass sie so ein schönes Date haben. Und das ist zum Beispiel eine der Szenen, also warum ich den Film so mag irgendwie. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also wie gesagt, man kann ihn ja auch gucken. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die den da mögen. Ich fand ihn halt eher... es ist doch einfach nicht dein Ding. Wo haben wir den geguckt? Auf Disney Plus kann man den schauen. Auf Disney Plus, ganz genau. Auf Disney Plus ist er dabei. Und wenn ihr es nicht habt, könnt ihr den auf Amazon leihen. Ja, also... Falls ihr den noch nicht kennt und ihr mal Lust habt, irgendwie, das ist auch wieder so ein schöner Pizza-Abendfilm, finde ich. Den kann man einfach so nebenbei mal gucken und ist eigentlich ein netter Film. Also, okay. Daumen hoch von mir. Na, ja, so Mittel bis Tendenz nach unten. Keine Gurke, ja, aber einfach ja. belanglos. Ja, einfach belanglos. Da fand ich unseren nächsten Film, den ich mir so auch jetzt nicht angeguckt hätte, aber dann doch durchaus um Längen besser fand, nämlich ein Film von 2017 in der Regie von Greta Gerwig, die eigentlich eher als, ja, ich sag mal, als Autorin bekannt ist oder als Drehbuchautorin durchaus schon Oscar-Nominierungen hinter sich hat mit Little Women und auch mit dem nächsten Film, nämlich mit Lady Bird. Lady Bird, ja. Ja. Sag doch mal ein bisschen was zu Lady Bird und warum der durchaus ein bisschen vergleichbar ist mit den 10 Dingen, die ich an dir hatte. Ich finde, man kann die überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also ich finde, die gleichen sich halt so gar nicht. Doch. Von der Art her und vom Charakter her ist Lady Bird auch ganz andere Figur. Als Cat? Ja. Finde ich überhaupt nicht. Also sie bedienen beide das Klischee des Außenseiters. Sind beides relativ selbstbewusste Frauenfiguren, die so ein bisschen für die anderen einen an der Marmel haben, ja, aber in ihrer eigenen Welt leben, ja, und so ihr eigenes Ding machen wollen. Aber ich finde, Lady Bird ist ein... Und beide gehen zur Highschool und überlegen sich, an welches College sie jetzt gehen. Ja, gut, okay. In dem Punkt hast du recht, aber ich finde, Lady Bird wird in dem Film viel facettenreicher dargestellt als Cat. Ja. Cat ist halt viel, viel flacher. Das ist richtig. Also und vielleicht sollte man mal ganz kurz sagen, worum es geht. Ja, also es spielt im Jahr 2002 und die 17-jährige Christine McPherson, die lebt in Sacramento und die möchte aber lieber Lady Bird genannt werden und schon durch dieses Auftreten durchaus ein bisschen an. Sie ist halt anders als die anderen. Und sie besucht eine katholische Mädchen-Highschool. Und ihre beste Freundin Jewel, ja, dass diese beiden sind wirklich durchaus richtig beste Freundinnen. Die machen zusammen beim Musical-Kurs, glaube ich, mit, ganz genau. Und treten da auch auf. Und es kommt natürlich dann, wie es kommen muss. Man folgt den beiden dann bei ihrer ersten Liebe, beim Abschlussball und so weiter und so weiter. Das Ganze hat jetzt auch nicht viel mehr Handlung als diese 10-Dinge-Geschichte, außer dass
ich da fand, dass es komischer war, ohne es komisch, ohne dass es eine Komödie ist, sondern es hat einfach sympathischeren Humor. Andere versucht, wie gesagt, so eine Highschool-Comedy zu sein, ohne es dann irgendwie wirklich witzig zu machen. Der Film will nie lustig sein, ist aber einfach sympathisch, charmant auf seine Art, weil diese ganzen Charaktere einfach, ich fand die nett, also die dicke Freundin ist nett. Die hatten alle so ihre Schrullen. Genau, die haben alle so ihre Schrullen, ganz genau, ja. Und sogar die Highschool Beauty ist nicht völlig bescheuert, ja. Also, obwohl die auch so ihr natürlich sehr klischeehaft dargestellt ist, aber die hat halt auch so ihre Macken. Und ja, und dann geht's halt ins letzte Jahr der Highschool und hat sie einen Freund, ihren ersten, und der stellt sich aber dann als schwul raus und sie tut dann so, als würde zu High Society gehören, was sie aber gar nicht tut. Aber all das klingt jetzt viel dramatischer oder shakespearehafter, als es ist. Eigentlich sind es nur so kleine Anekdötchen. Ich finde es halt so schön, weil man so drin ist, sie ist halt ein Teenager noch und das merkt man ihr komplett an. Und sie will sich halt so austesten und ausprobieren und gucken, was passt eigentlich zu mir. Und das ist einfach nett, das so zu verfolgen. Und man wird mitgenommen auf, ist das ungefähr so 1 bis 1,5 Jahre? So was um den Dreh, ja. So vom Zeitraum, ne, weil so die Suche nach dem College. Und die Mutter will nicht, dass sie weit weggeht. Und auch dieser Konflikt zwischen der Mutter und Lady Bird, der ist halt auch sehr echt irgendwie, weil ich habe genau sowas Ähnliches mit meiner Mutter gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Film ist, was Dialoge angeht, fand ich den sehr, also vor allem diese Elterndialoge angeht, sehr realistisch. Ja, es war fantastisch. Also ich konnte mich so gut reinversetzen. Ich hätte am liebsten mitgeschrien, ne? Wenn es so, boah, Mutter! So, ah! Man konnte es wirklich genau nachfühlen, wieso sie da so aufgebracht ist, auch wenn es kein logisches Aufgebrachtsein ist, sondern dieses Teenager-Gefühl, was man hat. Ah, wieso ist sie gegen mich? Wieso beachtet sie meine Gefühle nicht? Wieso liebt sie mich nicht? Wieso kann sie mich nicht so akzeptieren, wie ich bin? Solche Fragen werden da halt so behandelt und das halt auch so eine echte, reale Art und Weise. Und das hat mich an dem Film so begeistert. Auch wenn die Handlung jetzt nicht besonders, ja, wie soll ich sagen, großartig ist, sondern das ist halt so ein echter Lebensverlauf oder wie es halt sein könnte. Ne? Und ich glaube, solche Teenager, wie da dargestellt werden, gibt es halt auch. Absolut, absolut. Ja, und das fand ich einfach toll. Das ist schon fast wie so eine Doku. Ja, es wird auch so ein bisschen, also die Drehbuchautorin und Regisseurin hat sich dagegen verwahrt, dass es autobiografische Züge hätte. Dann hat sie wieder gesagt, ach nein, aber doch ein bisschen. Ja, ich glaube, das kommt vielleicht auch unabsichtlich, oder? Wenn man so einen Film macht, hat man nicht immer irgendwie was Eigenes, Persönliches, was man dort mit einfließen lässt, wenn man einen Film macht? Ich denke nämlich schon, selbst wenn man davon ausgeht, nein, ich halte mich komplett mit meiner eigenen Geschichte zurück. Ich glaube nicht, dass das klappt, sondern dass man unbewusst das, was man selber auch irgendwo erlebt hat, darin weiter verarbeitet. Ja, durchaus. Bemerkenswert an dem Film fand ich auch die Hauptdarstellerin. Jetzt habe ich mal den Namen rausgestellt. Nein. Weißt du, wie spricht es? Saroyce? Nein. Saïd? Shuda. Was, wie? Shuda. Okay. Shuda Ronan. Ich glaube Shuda. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe schon öfter angehört, wie man es richtig ausspricht. Ja. Da gibt es auch verschiedene Schreibweisen. Okay. Von. Eine irische Schauspielerin, geboren 94. Die oder Shira. Könnte auch Shira heißen. Ne? Nee, ich glaube Shira. Ja, ich finde sie sehr sympathisch. Ich wollte auch wegen ihr eigentlich bis jetzt auch Little Women gucken, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ja, und da kassiert sie also durchaus immer Nominierungen für alles, was sie da so macht. Ja? Die ist auch einfach sehr ausdrucksstark und ich mag ihr Gesicht, weil es einfach so außergewöhnlich ist. Mhm. Ja, ja. Also man kann den Film auf jeden Fall gucken. Von so einem Coming-of-Age-Film finde ich den wirklich nicht schlecht. Muss ich den jetzt nochmal gucken? Weiß ich nicht. Aber er hat einen gut unterhalten. Er war nicht langweilig.
Und man kann den wirklich mal so schauen. Ja. Allerdings, wenn man, glaube ich, so gar keinen Bezug, also man muss dann schon eher so den Bezug zu sich hin, an seine eigene Teenagerzeit irgendwie zurückbringen. Wenn man so eine ganz andere Teenagerzeit als Lady Bird hatte, dann kann man damit, glaube ich, nicht viel anfangen. Wo du gerade Coming of Age sagst, da habe ich letztens im Radio was zu gehört. Da hat eine Buchautorin irgendwie ihren neuen Roman vorgestellt und das war ein Entwicklungsroman, eine Entwicklungsgeschichte. So hieß das nämlich früher, bevor dieser Begriff Coming of Age irgendwie geprägt worden war. Und ich finde dieses Wort Entwicklungsgeschichte oder Entwicklungsroman irgendwie ein bisschen passender, weil dieses Coming of Age, das finde ich irgendwie so seltsam, als ob man so irgendwie, ich weiß nicht, wie würdest du es übersetzen, als herauswachsen oder? Naja, es ist halt ein gängiger. Ich weiß natürlich, was damit gemeint ist, ne? Dieses Erwachsenwerden. Genau. Ja, aber ich finde so Entwicklungsgeschichte finde ich irgendwie interessanter, weil man da wirklich auch von Entwicklung sprechen kann. Es ist halt ein gängiger Filmbegriff, deswegen. Ja, ich weiß, ich wollte das doch einfach nur mal. Ich suche auch noch immer nach einer deutschen, packenden, übertreffenden Übersetzung für Show Don't Tell, ja. Was ich ja auch immer wieder in unserem Podcast predige. Ja. Das ist so ganz viele Dinge. Und da gab es jetzt letztens einen netten kleinen Edit für Star Wars Episode 9 fürs Ende. Ja. Wo einfach nur ein ganz kleines Element oder mehrere kleine Elemente hin eingefügt wurden von einem Fan in die Szene. Meinst du das mit den... Ich wollte es jetzt nicht so dramatisch spoilern. Ich weiß, aber ja, ich habe es noch nicht geguckt. Sensationell. Allein das macht, weil es dann nämlich Show ist und nicht einfach nur Tell, was Ray halt erzählt, sondern du siehst es und das macht die ganze Szene 150.000 Mal besser. Also, ja, das ist eben, also wenn man seinen Filmstudenten mal irgendwie beweisen will, warum Show Don't Tell einfach besser ist, diese zwei Szenen im Vergleich, ja, also muss man da ganz ehrlich sagen. Guckt mal ein bisschen auf YouTube, Fan-Edit Episode 9, findet ihr das. Gut, also Lady Bird auf Netflix könnt ihr euch auf Amazon. Amazon ist er dabei. Auf Amazon ist er kostenlos drin. Top. Oder ist er in Prime drin. Amazon Prime. Ja, von mir auch durchaus einen Daumen hoch. Ja, also der hat Spaß gemacht zu gucken. Wie gesagt, muss ich jetzt nicht nochmal schauen. Nicht so wie die anderen Filme, die gleich noch kommen. Ja, die ich schon. Aber komm, die Eröffnungsszene von Lady Bird, die ist halt einfach schon super. Ja, gut, man ist überrascht. Ja, ja, das ist einfach... Ja, ich finde das toll, wenn ein Film so anfängt. Schaut ihn euch ruhig an. Ja. Wirklich. Ein dritter Film, den wir dann geguckt haben, den ich jetzt auch freiwillig nicht geguckt hätte, das ist auch wieder mal ein Musikfilm. Schon der dritte Musikfilm, den wir haben, oder weiß ich nicht genau. Sorry, ja, not dritte. Sorry. Ja, ich habe auch, hab auch Musikfilme reingeworfen, jetzt aber meine Musikfilme. Ja, du, bei Musik bin ich ja offen. Ich glaube nicht, dass du jetzt mit einem Schlagerfilm um die Ecke kommst. Oh, stimmt, da gibt es ja auch einen. Ich darf ihn nicht auf dumme Ideen bringen. Da gibt es ja noch einen mit Dieter. Okay. Oh nein. Ja, und zwar haben wir geschaut, einen Film von 2018. Ja, gestern haben wir den geschaut. Mit Bradley Cooper und Lady Gaga. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, welcher Film es war. Es war A Star is Born. Ein Film, der, glaube ich, schon dreimal verfilmt wurde. Oder ein Stoff, der schon dreimal verfilmt wurde. Im Original Ein Stern geht auf von 1937. Ich glaube, es gab da gab es noch mal eine Version mit Barbara Streisand 1967 und dann gab es sogar noch mal eine Version mit Judy Garland und James Mason 1954. Also die vierte Version, zumindest größere Version, die es davon gibt. Regie geführt hat auch Bradley Cooper. Und was soll ich sagen? Worum geht's? Also der Country-Sänger Jackson Maine ist Alkoholiker und... Nicht nur Alkohol, ist auch klassisches Rockstar-Leben. Ja, ne? Drogen, genau. Alkohol etc. Hat aber auch zusätzlich dazu noch ein Problem. Er ist extrem einsam, latent depressiv und er verliert sein Gehör. Ja. Was der ganzen Sache nicht gerade zuträglich ist. Und eines Abends, als er rotzbesoffen sich von seinem Fahrer nach einem Gig durch L.A. fahren lässt, macht er in einem
In einem Burlesque-Club halt. Nee, das ist eigentlich eine Transvestie-Bar. Okay, kein Burlesque-Club. Okay, in einer Travestie-Show-Bar, deren Burlesque-Show tausendmal besser war als die im Burlesque-Film. So. Du darfst meine Überleitung nicht kaputt machen kleine Fakten, die nichts zur Sache tun. Ja. Und dort lernt er dann eben Ellie kennen, die zwar keine Travestie-Show macht, aber eine Edith Piaf-Nummer da singt. Und wie das halt bei Amerikanern so ist, sobald einer Französisch spricht oder singt, sind die völlig hin und weg. Wurscht, ob der was kann oder nicht. In dem Fall kann aber die Ellie ja durchaus was. Und sie verbringen eine Nacht miteinander, also indem sie die Nacht durchmachen. Also jetzt nicht sexuell, sondern sie machen die Nacht einfach durch, kommen sich näher und sind halt blitzverliebt ineinander. So. Und die Ellie schreibt auch selber Songs und geht dann mit ihm auf Tour, wird dann von ihm auf die Bühne rausgeholt. Das ist die Szene, die man da auch aus dem Shallow-Video eigentlich rauf und runter gesehen hat. Und und dann geht halt ihr Stern auf. Sie wird ein neuer Star am Pophimmel. Und seiner geht, ja, man kann nicht sagen unter, aber entwickelt sich auch nicht gut, so. Sie heiraten dann und am Ende, ich sag mal so, das Foreshadowing, es war so mit dem Holzhammer, dass relativ zügig klar war, die Nummer geht nicht gut aus. Und eigentlich ist nach 5 Minuten schon klar, wie die Nummer ausgeht. Genau, da gibt's, also es gibt wirklich da einen direkten Hinweis, wo ich mir auch schon gedacht habe, aha, ja. Weil, also da haben sie mit dem Zaun gewunken. Ja. Nicht mit dem Zaunpfahl. Also von Foreshadowing, also Schatten kann man schon gar nicht mehr werfen. Nee, also sagen, es war eigentlich helles Sonnenlicht, ja. Also das muss man leider wirklich sagen. Also der Film er war okay, von allen Musikfilmen, die wir bisher geguckt haben, war es definitiv der beste, weil mir auch die Musik gefallen hat. Zumindest der Teil mit Bradley Cooper, als sie dann zur Popsängerin wird, die Songs fand ich alle eher schlecht. Aber vielleicht war das auch ein bisschen Absicht, dass die nicht so dolle produziert sind, weil sie nicht gern mehr auf jeden Fall nicht so gefallen. Ansonsten ist der Film halt leider extremst vorhersehbar. Also ich wusste Also die Geschichte, die Story ist wirklich sehr vorhersehbar. Und das fand ich auch, also ein bisschen öde, muss ich sagen. Es ist halt so eine klassische Geschichte irgendwie, wo man einfach direkt weiß, wie es ausgeht. Aber ich finde, die Leistung der Schauspieler war einfach richtig gut. Ich meine, ich habe irgendwann auch schon mal gesagt in irgendeinem Podcast, dass ich Lady Gaga richtig gut finde, als Schauspielerin auch. Also ich mag ihre Musik auch super gerne. Sie hat jetzt ein neues Album rausgebracht, das finde ich sehr gut. Aber ich mag sie auch als Schauspielerin sehr gerne. Ich finde, sie hat echt Talent. Und Bradley Cooper, Bombe. Also ich finde, der hat den so gut dargestellt. Dieses Rumgenuschel und diese, wie der halt auch aussah. Ne? Also er sah halt auch wirklich so aus wie so ein alterner Rockstar. Aber die Augen haben halt trotzdem immer so geleuchtet, wenn er sie gesehen hat. Und ja, ich finde, da war so, die Chemie war richtig gut zwischen den beiden. Was mich irgendwie... Und der Hund war niedlich. Was mir bei dem Film so aufgefallen ist, so Musikproduzenten müssen immer, also das müssen immer... Immer arschig sein, immer arschig sein. Ja, das fand ich auch. Das hat mich sehr an Bohemian Rhapsody irgendwie erinnert. An jeden Musikproduzenten in jedem Film. Ja. Jeder Musikproduzent oder Personal Assistant von irgendeinem Star ist immer so ein Arsch. Ja. Wenn also irgendjemand da draußen mal einen Film kennt, wo das nicht so ist, ja. Ich habe jetzt noch nicht Rocketman gesehen, vielleicht ist das da anders, ja. Rocketman fand ich nicht gut, sorry. Nee. Okay. Sorry an alle, die den gut fanden, ich weiß nicht, fand ich den langweilig. Okay. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich muss ihn noch gucken. Also. Aber mich interessiert das Leben von Elton John halt auch jetzt nicht so sehr als. Die Kostüme waren gut. Okay, ja. Gut. Die waren halt wirklich sehr getreu nachgemacht. So. Ja, also es ist ein kleiner Ensemble-Film, wie gesagt, mit Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott spielt noch mit als sein Bruder, Dave Chappelle ist noch dabei als bester Freund von Ellie. Ja, und das war's eigentlich schon. Man hat so ein paar hier aus Orange is the New Black ist noch der Wärter da dabei, der alte. Der ist Sam Bla. Genau. Also ist und das war es eigentlich schon. Ansonsten ist das ein netter Film.
Den kann man sich auf jeden Fall mal so angucken. An einem Sonntag kann man den weggucken. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich war jetzt emotional nicht so sonderlich involviert in die ganzen Nummern. Das heißt, also da man einfach so früh weiß, wie es ausgeht, kommt es weder überraschend, du fragst dich halt nur wie und eigentlich nicht mal wie, ja, weil ich habe zwischendurch noch rumgeraten, aber da ist echt vollkommen recht, das war nach 5 Minuten schon völlig klar. Und ja, also von daher, er ist halt überhaupt nicht überraschend. Die Musik macht es halbwegs weg. Die können auch beide ganz gut schauspielern. Von daher von mir so ein Dreiviertel Daumen nach oben, aber keinen vollen Daumen nach oben. Ja, also bei mir ist es auch so in der Mitte, würde ich sagen. Ja, also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ihn jetzt erst nach 2 Jahren, nachdem er rauskam, geschaut habe, weil er wurde so gehypt am Anfang und auch das Lied ging mir halt irgendwann richtig auf den Keks. Und ich bin froh, dass ich ihn jetzt so ein bisschen mit Abstand geguckt habe irgendwie. Ich weiß auch nicht, weil ich glaube, sonst hätte ich ihn einfach nur aus Prinzip irgendwie doof gefunden. Ja, also ich fand ihn jetzt nicht so doof. Ja, man muss aber ganz ehrlich, ich brauchte jetzt wirklich auch den Abstand von diesem Shallow-Ding. Jetzt konnte ich es gerade wieder hören. Ja. Are you tired of the feel that voice? Yeah, tired of that song. Or do you need more? Dann alle haben es das gespielt. Ich glaube, wenn du heute, so, wenn du so vor 2 Jahren auf der Schule warst, so beim Lagerfeuer, beim Schullandheim, und dann hast du es auf der Gitarre gespielt, dann hast du die Mädels da, zack, aber reinweise. With all the good tradition. Ja, alles gut. Ja? Okay. Sorry, ich war halt bei der Bandprobe. Ich bin halt noch so im Singmodus. Also wie gesagt, von mir so ein Dreiviertel Daumen nach oben. Und ich sag mal, eigentlich nur ein Quer, aber ich gebe ein bisschen hoch, weil der ist auf Netflix sozusagen im Abo drin seit heute oder seit gestern. Okay. Ja. Und von daher könnt ihr den jetzt also einfach so weggucken, dann tut er euch nicht weh und ihr habt dafür kein Geld ausgegeben, dann ist in Ordnung. Okay, gut. Ja. Das Video gucken nicht so viele Leute, als dass du da entdeckt werden könntest. Schade. Ja, aber vielleicht irgendwann mal. Naja. Mir wäre es recht, muss ich nicht mehr arbeiten gehen. Ich wäre auch ein netter Produzent. Oh, du wärst mein Manager. Ich wäre auch ein netter Manager. Das will ich nicht. Ich würde dir nett sagen, geh also, da raus und sing. Das muss ich ja noch sagen, das fand ich im Film am blödesten, wo der Manager zu ihr sagt, you have to change your hair. Ja. What's wrong with my hair? Und dann geben sie ihr so eine orangene Haarfarbe. Und ich dachte so, ne, Alter, das steht ja halt einfach so null. Ja, passte halt einfach so null. Und man sah halt durch dieses HD, man sah halt auch, dass es einfach eine Perücke war. Man hat es halt einfach gesehen. Ja, und das fand ich halt echt schrecklich, weil einfach die Farbe ihr an sich auch nicht gestanden hat. Ja, es war auch halt leider so, muss man ganz ehrlich sagen, dass die Charakterentwicklungen ein bisschen flach, ne? Absolut flach waren. Und ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum Ötte am Ende macht, was er macht. Also null. Das wird halt angedeutet, aber eigentlich ehrlich gesagt wird nur gesagt, dass er halt alkoholkrank ist und dann natürlich auch ein Drogenproblem hat. Aber dass er jetzt höchst depressiv und Suizid, nicht mal ansatzweise, außerhalb des Foreshadowing im Holzhammer. Und ja, also von daher. Ja. Ja. Also wie gesagt, Star is Born, Mittel, ja, so ein Viertel nach oben, weil die Musik gut ist und weil er bei Netflix in Anführungszeichen nichts kostet. Ja, aber mehr muss da auch nicht sein. Ich habe aber auch jetzt nicht das mit Judy Garland und Original oder mit Barbara Streisand gesehen. Von daher kann ich nicht sagen, ob die alten Dinge jetzt besser werden. Leider noch keine Vergleichsmöglichkeit. Ja. Kommen wir jetzt mal zu anständigen Filmen, über die man in 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch sprechen wird. Was man von A Star is Born wahrscheinlich nicht zuerst ganz behaupten kann. Aber wir haben auch einen schönen Übergang, denn nämlich Sam Elliott hat wieder mal auch in A Star is Born das gespielt, was er immer spielt. Er spielt nämlich immer den Cowboy mit dem weißen Schnauzer. So. Ich würde gerne mal wissen, wie der ohne aussieht. Da kann man den bestimmt gar nicht erkennen. Weil der ist ja auch riesig, ne? Ich weiß gar nicht, der hat so ein schmales Gesicht und dann so einen Balken im Gesicht. Ja, das macht halt ihn aus, wobei er in dem Film, den wir jetzt besprechen, eigentlich nur so eine
Randrolle hat, nämlich als The Stranger. Aber wir sprechen also nicht mehr über A Star Is Born, sondern über einen meiner persönlichen Lieblingsfilme, von dem ich dir gar nicht so genau sagen kann, warum ich ihn so geil finde. Aber ich das find geht mir halt geil. Mit manchen Filmen auch so und du verstehst es nie. Ich finde ihn aber einfach geil. Ich kann ihn immer wieder gucken und ich bleibe immer wieder dran hängen, wenn er im Fernsehen läuft. Ja. Nämlich von The Big Lebowski. So, Big Lebowski ist ein Film von den Coen-Brüdern, ist glaube ich schon unser zweiter Coen-Brüder-Film. Weiß nicht, aber es ist Veronica Mars' Lieblingsfilm. Aha, von den Coen-Brüdern also, gemacht in der Hauptrolle mit, wer sonst, natürlich Jeff Bridges als Jeffrey the Dude Lebowski, John Goodman, Steve Buscemi, Julian Moore, David Hansen, Philip Seymour Hoffman, Sam Elliott, Tara Reid, John Turturro und so weiter und so weiter. Also ein hochkarätigst besetzter Film. Der auch, ich sag mal, so ein bisschen, ich will nicht sagen, aber hat so ein, ich sag mal, so ein Lady Bird ist so ähnlich wie so ein Lebowski gemacht, weil es auch so eine episodenhafte Geschichtenerzählung ist, wo du einfach reingeworfen wirst, du bist sofort mittendrin, es geht sofort los. Ja, es ist so ein bisschen wie, ey Mann, wo ist mein Auto? Oh Gott, also das ist jetzt aber ein Vergleich, da dreht sich ja, wenn die schon nein, tot werden. Nein, von dieser episodenhaften... Nee, nicht mal ansatzweise. Du vergleichst gerade hier total normal mit der Zauberflöte. Allein dieses ey Mann, wo ist mein Auto, in den Mund zu nehmen, wenn man von... Das gleiche Auto, ne? Nicht mal ansatzweise, ja. Und wenn sie das gleiche Auto fahren, dann auch wahrscheinlich schneller ausrastet, dass ich das sage. Ja, weil es einfach... Das ist, wie kann man da drauf kommen? Wie kann man, wenn man über die Big Lebowski redet, über auf so einen Scheißdrecksfilm kommen? Am Ende hättest du noch über Kindsköpfe 2 gesprochen. Es wäre nicht besser gewesen. Habe ich nie gesehen. Ja, Gott sei Dank auch nicht. Also, reden wir mal über einen anständigen Film hier. Ja. Möchtest du mal die Handlung zusammenfassen? Für alle, die Big Lebowski noch nicht gesehen haben. Große Verwechslung. Es gibt zweimal einen Mr. Lebowski. Ja. Und der eine ist reich und der andere ist arm. Mhm. Beim Armen wird eingebrochen und er wird bedroht und soll bitte hier das Geld abliefern. Und dann wird sein Teppich bepinkelt. So, der arme Lebowski geht zum großen Big Lebowski und sagt, ey, ich will einen neuen Teppich. Und das ist der Film. Ja, genau. Und am Ende stirbt Donny. Ja. Ja. Der hat eigentlich gar nichts damit zu tun, der arme Kerl. Er kriegt ja nur einen Herzinfarkt. Ja. Also. Richtig zusammengefasst, der Dude, ein Versager, Lebemann, sozial gescheiterter Charakter, dem es aber für sich ganz gut geht. Ja, der hat Glück, weil sein Vermieter ihn mag, sonst wäre er nämlich obdachlos. Ja, aber sein Vermieter ist halt auch ein Ausdruckstänzer. Ja. Der Dude hat eigentlich im Grunde genommen nur zwei Sachen zu tun oder drei Sachen zu tun. Er kifft, er trinkt White Russian und er geht mit Donny und Walter bowlen. So, das sind seine drei Dinge, die er im Leben tut. Und so könnte es eigentlich ewig weitergehen, ja, bis nicht eines Tages er überfallen wird von Menschen, die ihn verwechselt haben und sein Teppich bepinkelt und zerstört wird. Und dann hätte er gerne eben einen neuen Teppich vom Big Lebowski, also vom reichen Lebowski. Dann kriegt er auch einen neuen Teppich, beziehungsweise er nimmt ihn halt einfach mit, ja, und erzählt, so der Alte hätte gesagt hat, wer es. Und dann könnte der Film in der Tat schon fast zu Ende sein, aber... Ja, leider nicht. Warum leider nicht? Na gut, aber die Frau oder das junge Gspusi vom alten Lebowski oder vom reichen Lebowski wird entführt. Und warum auch immer, ich muss zugeben, das ist nicht ganz so klar, ja, wendet er sich halt an den Dude, um das Geld zu übergeben und dann eben auch, na gut, doch schon, weil er halt glaubt, der Dude ist zu doof, um hinter die Schliche zu kommen. Naja, und... ja, das wird ja am Ende aufgelöst, warum das so ist. Genau, das Problem ist, eigentlich haben alle irgendwie die ganze Zeit recht in dem Film, sind aber einfach nur zu doof, um zu merken, dass sie recht haben, ja, und treffen zwar die richtigen Schlüsse aus den völlig falschen Umständen und ja, und so entspinnt sich halt eben ein Für und Wider und wer mit wem. Dann kommt dann noch die
Tochter von Big Lebowski noch in gespielt von Julianne Moore, der ja, Extremfeministin, die dann den Dude im Grunde genommen eigentlich Samenraub begeht, ja, und nur um sie schwängern lassen von ihm. Naja, Raub kann man dazu nicht sagen, Raub, er macht ja freiwillig mit. Aber er wusste es nicht, dass sie von ihm geschwängert werden. Doch. Will. Nein, erst als sie, warum liegst du denn da so komisch? Ah ja, stimmt, das recht. Ja. Okay. Ja, also wir haben in diesem Film ganz viele exzentrische Persönlichkeiten, ja, die aufeinander treffen und dadurch entstehen halt so merkwürdige Situationen. Vor allem der Freund vom Dude, der von Jeff Walter. Genau, der von Jeff Goodman gespielt wird, der ist sehr krass drauf. Ein Ex-Vietnam-Veteran, der mal mit einer Jüdin verheiratet war und deswegen selber glaubt, dass er jetzt der oberfromme Jude sein muss. Dabei ist seine Vater längst scheiden lassen von ihr und er auch nicht nur latent, er ist voll militaristisch, rennt die ganze Zeit mit einer Pistole rum und bedroht halt alles und jeden. Und ja, er ist eigentlich so das, was heute, muss man leider sagen, bewaffnet in dem einen oder anderen Bundesstaat in Regierungsgebäude eindringt und da demonstriert. Solche Leute sind das. Ja? Also von daher hat Walter, den ich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, nicht allzu realistisch fand, aber durchaus leider eine realistische Entsprechung in den heutigen Zeiten. Also der typische Trump-Wähler, der Militante, das ist Walter, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich glaube auch, dass in heutigen Zeiten die drei nicht mehr zusammenbowlen würden. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass die heute noch zusammen bowlen gehen würden. Ja, warum mochtest du den Film denn nicht? Nein, was heißt nicht mögen? Also er war okay, aber ich fand ihn halt jetzt leider überhaupt nicht spannend. Vor allem, weil ich einfach den Dude, der ist mir einfach zu flach, weil der halt einfach nichts macht. Der hat keinen Charakter. Außer, dass er halt, jo, ich bin der Dude, ich bin bekifft, ich trinke White Russian und ich gehe bowlen. Und dann ist der halt überhaupt sonst null interessant, diese Figur, finde ich. Ich finde die Figur einfach super langweilig, weil der gibt mir so gar nichts. Und wenn Leute irgendwie sagen, boah, der Dude ist voll cool, und ich denke mir so, nein, der ist voll der Schmarotzer. Der ist überhaupt nicht klar im Kopf. Der ist halt so eine Figur, die finde ich irgendwie belanglos. Na gut, niemand möchte mit dem Dude wirklich befreundet sein, aber guck dem Dude gerne zu. Nee, ich guck dem auch nicht so gerne zu, weil ihm passiert ja nichts im Leben, außer dass, wenn er mal verwechselt wird mit dem anderen Lebowski. Und ansonsten wird ihm in seinem Leben nie etwas passieren und niemand wird sich für ihn interessieren. Und jetzt schon mal sowieso nur noch weniger Personen, weil einer seiner besten Freunde tot ist. Also hat er nur noch einen Freund auf der Welt. Das ist eine ganz arme Socke. Natürlich ist es eine ganz arme Socke. Er ist glücklich zu unserem Bradley Cooper-Charakter, der reich ist und alles hat. Ja, ist der Dude glücklich? Ja, das mag ja auch sein. Das ist auch völlig in Ordnung, aber er ist trotzdem langweilig. Weil er halt, ja, schön. Ich weiß auch nicht. Der Film war zu Ende und ich dachte halt, ja, und jetzt? Also es ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt nochmal anschauen würde. Der hat zwischendurch seine Momente gehabt, wo ich mich auch wirklich unterhalten gefühlt habe. Und da fand ich den auch in Ordnung. Also der war auch gut gemacht und an manchen Stellen habe ich auch gelacht. Da fand ich den auch ganz lustig. Die Schauspieler alle top, wirklich gut gespielt, von vorne bis hinten. Hier der, wie heißt der? Der Butler von dem Big Lebowski. Philipp Seymour Hoffman. Philipp Seymour Hoffman spielt da mit und der spielt das ganz großartig, wie er diesen Schleimer spielt. Also ganz, ganz toll. Ja, also wirklich auch handwerklich, also guter Film, gut gemacht. Mit den Kamerafahrten, mit der Bowlingbahn und wie der Dude durch die Nacht fliegt und so. Da habe ich auch irgendwann mal, da habe ich dran gedacht, da gibt es so eine Szene bei How I Met Your Mother. Das ist halt von Big Lebowski, das wusste ich halt dann auch erst, ne? Also hat da seinen Kultstatus erreicht, dieser Film. Und es ist vielleicht auch so ein Film, den man vielleicht mal gesehen haben muss, aber ich weiß es nicht. Ich finde den jetzt wirklich. Aber wenn du ihn jetzt vergleichst zum Beispiel mit Fargo. Ich habe doch Fargo nicht gesehen. Natürlich haben wir Fargo gesehen. Ja? Ja, sicher.
Wandeln. Wir haben Fargo von letztes Jahr bei meiner Ma an Weihnachten gesehen, als sie den Netflix-Button entdeckt hatte. Nein, da haben wir den Film nicht geguckt. Doch, bin mir sehr sicher. Worum geht's da nochmal? Fargo geht's um diesen, um die Entführung in Minnesota da im Winter mit den zwei, auch mit Steve Buscemi. Ach Gott, wie heißen sie denn eigentlich? Das komme ich gerade nicht drauf. Wo der eine seine, der Landegast, dieser Autoverkäufer, seine Frau entführen lässt von den zwei Trotteln, was aber dann gründlich schief geht, weil er seinen Schwiegervater erpressen will. Ach ja. Ja, das ist schon jetzt so lange her. Ja. Ja, mag sein. Mag sein. Tut mir leid. Ich musste vielleicht nochmal. Nächstes Weihnachten, okay? Mhm, Wir gucken an Weihnachten Fargo. Warum mache ich das eigentlich? Versuche jetzt Filmbildung beizubringen und es perlt einfach ab. Es perlt einfach ab. Ja. Oh, tut mir leid. Geht dann links, wir haben schon so links rein und rechts raus. Ja. Oh, okay, demnächst mache ich das anders. Demnächst mache ich ein Scrapbook und schreibe über jeden Film, den wir geguckt haben, schreibe ich was auf. Wäre das eine coole Idee? Das, von mir aus kannst du so das eine Art Filmtagebuch. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Ja. mach das vielleicht mal. Also gut, dann kannst du natürlich jetzt euch sagen, also Coen-Filmbrüder, ich gebe zu, Coen-Filmbrüder muss man mögen. So muss man mögen, aber ich glaube, wenn man es mag, das ist so wie ein Tarantino, den magst du oder magst du halt irgendwie nicht. Du kannst, du kannst Spaß an einem 10-minütigen Dialog in einem Diner haben oder nicht. Ich habe Spaß an einem guten 10-minütigen Dialog in einem Diner, wenn er gut geschrieben und gut gespielt ist. Ja. Und ich finde halt eben hier beim Dude und beim Big Lebowski, natürlich ist das alles sehr episodenhaft. Ich finde auch die Nummer mit diesem Jackie Treehorn, das finde ich so den schwächsten Teil, ja. Aber alles, was auf der Bowlingbahn spielt, ist ganz groß, ja. Als er mit Walter in dem Diner ist und sie dann diese Diskussion über die Rechte haben und das ist sensationell, ja. Und dann halt auch aus und Steve Buscemi als noch in einer Anfangszeit seiner Karriere, als er noch nicht so, als er noch so ein bisschen als das hässliche Gesicht gecastet wurde, bevor er auch super, wie er in seiner immer was sagt und dann die Fresse, Tony. Ja, der Arme, ey, das tut mir wirklich leid. Und dann immer so diese kleinen Randgeschichten, so mit dem Jesus, der Konkurrent von denen auf der Bowlingbahn, ja. Also einfach so diese Charaktere, die zwar nur ganz kurz in dem Film sind, aber die einfach hängen bleiben. Also Jesus und sein Bowling in diesem lila Outfit, ja, kann man einfach nie wieder vergessen. Ja. Er kriegt übrigens mal einen eigenen Spin-off-Film. Den hat er, glaube ich, schon. Aber der ist, glaube ich, wegen Corona im Moment verschoben worden. Ja. Also Big Lebowski, was soll ich sagen? Ja, gut, das ist einer deiner liebsten Filme. Ich möchte ihn dir auch jetzt nicht schlecht sehen und der ist auch kein schlechter Film, aber wie gesagt, ich kann mit dem irgendwie nicht anfangen. Mhm. Gut. Was gibst du ihm dann für eine Wertung? Also bei mir natürlich ganz klar Daumen hoch. Ja. Ja, ein mittlerer Daumen. Ihr könnt Big Lebowski übrigens auf Amazon Prime schauen, auf Join und auf MaxDome. Da ist der überall in der jeweiligen Session enthalten. Ansonsten sollte man den Film natürlich sowieso auf zu Hause haben. Gut, kommen wir zu unserem letzten Film für heute und an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, bitte wähle deine Wortweise. Ja, ich sage am besten gar nicht. Denn wenn ich jetzt sage, mach Platz, hier kommt der Landvogt, ja, dann weiß der geneigte Hörer natürlich schon sofort, worum es geht. Ja. Es geht natürlich um niemanden Geringeres als um Bud Spencer und Terence Hill in einem meiner absoluten Top-3 Bud Spencer-Filme, nämlich in 4 Fäuste für ein Halleluja. Sensationell auf so vielen Ebenen, großartiger Film. Den habe ich als Kind Samstagabend 20.15 Uhr frisch gebadet. Birgit Schrohwange im ZDF sagt, jetzt liebe Filmfreunde, ja,
dann kommt eine lustige italienische Komödie und da hast du noch irgendwie was. Ich weiß noch, dass sie gesagt haben, weil ich hatte das an dem Abend nämlich aufgenommen. Ja. Was ganz Besonderes, heute werden wir Ihnen das erste Mal in der Fernsehgeschichte einen Bud Spencer und Terence Hill Film in Stereoton präsentieren. Oh, ein Stereoton. Ja. Keine Ahnung, ich muss mir das sagen. Aha. Ja. Du wusstest halt nicht, was Stereoton ist. Nein, das stimmt auch nicht. Denn es gab, wir hatten ja nichts, ne? Früher hatten wir ja nichts. Außer die drei Programme halt, wir hatten ja nichts. Ja. Und die gingen ja erst um 14 Uhr los, die Programme. Ach Gott. Ja, vor 14 Uhr gab es kein Fernsehen, außer Telekolleg. Ja. Ja. Schlimme Zeit. Allerdings. Und dann kam, bevor um 14 Uhr das reguläre Programm startete, kam immer ein Stereo-Testprogramm. Okay. Ja. Ihr könnt mal bei YouTube nach Stereo-Testprogramm suchen. Das ist da auch, ja. Das ist wirklich sehr, man hört Leute beim Ping-Pong spielen. Ah, sowas, okay. Ja? Oder Maultrommel spielen. Warum auch immer. Da stehen dann so drei Bayern und spielen halt Maultrommel. Das kann man immer noch sehen. Schaltet mal so auf so Kanäle, wo diese ganzen Musikantenstadel-CDs vermarktet werden. Das ist doch genau das Gleiche. So Wildbecker Herzbuben oder wie die heißen. Ja, so ungefähr. Man hat da noch, ich glaube, ein Fußballspiel hat man noch was gesehen. Und zwar, ich glaube, das waren sogar Ausschnitte vom SV Solingen. Ja, als der noch in der Bundesliga gespielt mein hat. Mein Heimatverein hier. Also von daher, das war lustig schon, weil also der Mehrwert von Stereo hat sich halt nicht erschlossen, wenn du halt nur einen Quäker am Fernseher hattest. Ne? Ja. Aber grundsätzlich ist mir durchaus in Erinnerung geblieben, dass die Birgit da gesagt hat, das ist ein Bud Spencer in Stereo. So, bitte, Birgit. Also, ja. Worum geht's? Es ist der zweite Teil, ein lockerer zweiter Teil eine Fortsetzung von Die rechte und die linke Hand des Teufels, wo die beiden schon mal zusammengespielt haben in den gleichen Rollen, nämlich als Bambi und als Trinity. Auf Deutsch war das dann immer der müde Joe. Ja, wo der übersetzt wurde in der DDR, hieß der Film übrigens auch Bambi und der Kleine und der müde Joe, was total dämlich ist, Bud Spencer als den Kleinen irgendwie zu vor allem. Aber das ist vielleicht ironisch gemeint. Ja, keine Ahnung. Also worum geht's? Der Bambi und Trinity sind Pferdediebe, wobei Bambi ist eigentlich ein professioneller Pferdedieb und Trinity ist eigentlich mehr so ein Dude. Ja, im Grunde genommen ist er eigentlich der Big Lebowski des Wilden Westens. Ja. Und die werden von ihren Eltern mal auf die Reise geschickt, jetzt endlich mal anständige Verbrecher zu werden. Die Eltern sehen eigentlich übrigens aus, als wären die halt die Geschwister von denen. Sehen jetzt nicht sonderlich älter. Ja, ist doch so. Und dann machen sich die beiden halt im Wilden Westen auf den Weg, echte Verbrecher zu werden. Aber sie kriegen es halt leider nicht so hin, weil gerade beim Trinity halt leider immer ein gutes Herz schlägt. Es ist halt ein Märchen, ne? Also es ist wirklich wie ein Märchen gemacht, finde ich, dieser Film. So ein Wildwest-Märchen. Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber da ist was dran. Ja, natürlich. Es ist genauso, wie wenn du jetzt so ein altes russisches Märchen guckst, so von der Art und Weise, wie der Film gemacht worden ist. Es ist halt ein Märchen. So, die zwei Brüder machen sich auf. Um Pferdediebe zu werden. Der eine ist so ein bisschen naiver und ein bisschen beschränkter vielleicht. Und der andere ist halt der Clevere und der das Mädchen kriegt. Mhm. Ja, und dann they live happily ever after. So. Damit hast du eigentlich jetzt so ziemlich jeden Bud Spencer und Terence Hill Film beschrieben. Guck mal, es sind Märchenfilme für Buben. Ja, vielleicht. Ja, schon. Aber man muss ja sagen, ich fand den zwischendurch. Also zwischendurch hat er sich für mich echt so gezogen und da war mir schon so ein bisschen so gähn, so ein bisschen, aber es gab auch so Momente, da fand ich den wirklich lustig. Zum Beispiel mit der Familie, die immer an demselben blöden Ort stecken bleibt. Was ist mit denen? Ja, das war schon ein bisschen lustig. So halt diese Situationskomik dargestellt, fand ich ganz gut. Und man muss ja sagen, der Terence Hill hat ja schon schöne blaue Augen. Und ohne Kontaktlinsen. Ja, Mann, also der hat wirklich echt schöne blaue Augen. Das ist schon hübscher. Ja, hat sich auch, ich meine, dafür, dass er jetzt 80 ist, schaut er immer noch gut aus. Ja, der schaut immer noch gut aus. Er sollte halt leider keine Filme mehr machen, weil er kommt nur scheißbar raus. Das ist ein anderes Thema.
für 80 sieht er noch ganz gut aus. Ja, also ich meine ganz ehrlich, wer Bud Spencer und Terence Hill Film mag, kennt natürlich auch Vier Fäuste für ein Halleluja. Die muss ich, glaube ich, gar nichts drüber sagen. Ist für mich einfach zusammen mit Vier Fäuste gegen Rio eigentlich die zwei Bud Spencer Filme, die ich immer gucken kann, jederzeit gucken kann. Alle anderen fallen für mich danach teilweise ganz groß ab. Ich weiß, es gibt große Fans von Zwei sind nicht zu bremsen und Pech und Schwefel und so weiter. Aber für mich sind das echt meine zwei absoluten Highlights. Und danach kommen eigentlich schon die Plattfußfilme, wo er teilweise viel länger nicht dabei ist. Das ist schade. Die durch ein bisschen ernster gemeint sind. Aber dieser Film, ich habe den auch schon so oft gesehen und ich kann den auch immer wieder gucken. Und der hat einfach... Es gibt wenige Filme, von denen ich einfach sicher sein kann, dass zumindest Kerle in meinem Alter, also irgendwas zwischen 35 und 50, sowas um den Dreh, wo ich einfach nur sagen muss, mach Platz, hier kommt der Landvogt und jeder weiß Bescheid. Ja? Du hast ja nach dem Film dann auch durchaus festgestellt, dass ich ja sehr viele Dinge daraus zitiere, von ja. denen du gar nicht wusstest, dass ich es tue. Boah, da war ich schon ein bisschen also, ja, quatsch nicht, mach. Ja. Blockt der immer zu mir. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, man merkt schon, dass er mit so Bud Spencer halt aufgewachsen ist. Ja. Das merkt man schon. Schnall ab den Gummi. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ist ja wirklich liebenswert. Auch liebenswerter Humor, auch wenn die immer so draufhauen. Das ist aber halt wirklich so comicartig ja, sicher. Gemacht. Und ich, also es erinnert mich halt total an Asterix und Obelix, womit ich halt so aufgewachsen bin. Zwar so mit den Zeichentrickfilmen und später kam ja auch diese Realverfilmung. Da war ich gerade 9 oder so. Da war diese Asterix und Obelix gegen Cäsar, diese neue Verfilmung mit Gérard Depardieu und so, das fand ich damals als Kind super toll. Und ich habe zu Hause nie die Terence Hill und Bud Spencer Filme gesehen. Und eben hatte ich noch mit meiner Mama telefoniert und ihr gesagt, welche Filme wir heute besprechen. Und da meinte sie, boah, diese alten Terence Hill, Bud Spencer Filme, die haben wir ja immer rauf und runter geguckt. So, ja, aber nicht, als ich auf der Welt war. Ich habe die überhaupt nie mitbekommen. Ich habe immer nur mitbekommen, dass die auf Kabel 1 liefen. Rauf und runter. Ne? Immer Sonntagmorgens, Samstagmorgens oder keine Ahnung zu welchen Uhrzeiten. Immer lief das im Fernsehen und dann wurde immer umgeschaltet. Also wahrscheinlich, weil meine Eltern die Filme schon auswendig kannten. Ja. Ich konnte echt froh sein, dass ich so andere Filme mit denen gucken durfte. Naja, und als ich aufgewachsen bin, waren die Filme halt... noch Samstagabend 20:15 Uhr. Ja, und ja. bei mir waren es dann halt schon die ganzen Wiederholungen. Ja. Und ich meine, das musst du dir mal vorstellen, der Film ist von 1971 und dann habe ich den gesehen 83/84 Samstagabend ja. im Fernsehen. Auch Wiederholung natürlich dann. Ich kann dir gar nicht sagen, ob das... Also oder vielleicht zum ersten Mal im Free TV. Also zum ersten Mal auf Stereo. Auf jeden Fall. Ja, zum ersten Mal auf Stereo. Also zum ersten Mal auf Stereo auf jeden Fall. Ja. Und von daher, ein Bud Spencer-Film war immer ein Highlight. Also in den 90ern, klar, da wurde das Ding dann auf Kabel 1 dann wirklich durchgenudelt und wird es ja immer noch. Und hat übrigens immer noch gute Einschaltquoten. Ne? Also das ist für Kabel 1 eine absolut sichere Bank, die Dinger. Das ja. war aber in den 80ern ein absolutes Highlight. Bud Spencer und Terence Hill waren auch wirklich richtige Stars. Also die waren also auf, und zwar auf Wetten, das Niveau Stars. Ne? Also wirklich, das war Highlight von Wetten, das war bei Frank Elsner, als zu Vier Fäuste gegen Rio die zwei da eingeladen wurden. Das waren die Stargäste, wie, was weiß ich, heute Robbie Williams oder Michael Jackson. Na gut, Michael Jackson da mal da war. Ne? Ja. So. Und das waren die absoluten Stars und ich bin wirklich sehr froh, dass ich beide auch noch mal lebend gesehen habe. Gut, der Hans Hille lebt ja noch. Vor 2 Jahren könnt ihr übrigens auch einen Podcast zuhören zu seinem neuen Film zusammen mit dem Sebastian von Dreck am Dienstag. Ja. Ist sehr lustig, unser Podcast, der Film nicht. Den gibt's aber auch kostenlos bei Amazon Prime. Ja, ich habe mal reingeguckt und ich habe nur so ein paar Szenen mir angeguckt und dachte schon... Was? Was ist das ja. denn für ein Film? Mein Name ist Somebody, ist wirklich ein absolut großer Scheißdreck. Ja, tatsächlich. Also wirklich. Ja, angeblich soll es da so eine Metaebene geben. Nee. Vergiss das. Das ist einfach ganz großer, gequälte Kacke. Und man muss einfach so sagen, und den brauchen wir sich auch nicht schönreden, das ist einfach nichts. Ja. Aber ich war froh, ihn bei der Premiere in der Lichtburg zu sehen. Und ich war auch froh,
vor 5, 6, 7, 8 Jahren oder so mir mein Autogramm von Bud Spencer als seine Biografie kam rauszuholen. Auch wenn seine Unterschrift eigentlich eher nur so ein... Ja, musst du überlegen, wie alt er da halt auch schon war. So ein Haken ist. Ne? Also, von daher, natürlich muss man auch sagen, wie fandst du denn die Sprüche wenigstens lustig? Ja, so teilweise. Es ist halt irgendwie auch so Dad-Joke-Humor. Ne? Also, und ich fand's halt, also natürlich ist es halt so ein Western-Schlägerfilm mit wenig weiblicher Besetzung und wenn, dann sind es halt nur die hilflosen Fräuleins. Das ist halt immer so. Gut, du musst jetzt ist halt Film, die Zeit der Film ist von 71. Ja, natürlich. Übrigens war klar. Das Original überhaupt nicht lustig gemeint. Erst die deutsche Synchro macht ihn lustig. Okay. Also es ist wenn er nicht lustig gemeint ist, dann ist er aber schlecht. Die Rainer Brandt-Synchro, das ist auch ein Teil des Phänomens bei Spencer Terence Hill in Deutschland ist. Terence Hill und Spencer sind in Frankreich, Italien und so durchaus bekannt. Ja, aber nicht so. Aber der Kultstatus bei uns ist in großen Teilen eben durch die Synchro von Rainer Brandt und seinem Team. Das ist wie mit Alf wahrscheinlich. Ja, durchaus vergleichbar. Also ich denke, das kann man gut mit Alf vergleichen. Wenn man sich das mal anschaut, das kann man im Moment bei Amazon Prime gucken. Da könnt ihr mal ins Original reinhören, wie es auf Englisch ist. Da finde ich es nämlich überhaupt nicht witzig. Ich finde die englische Stimme von Alf ganz furchtbar. Mhm. Irgendwie, nee, ganz, ganz doll unsympathisch. Und ja, obwohl ich jetzt Tommy Pieper im Dschungelcamp nackt sehen musste, bin ich trotzdem immer noch ein Fan von Alfs deutscher Stimme und versuche mir nicht Tommy Pieper vorzustellen. Naja, also auf jeden Fall hat dieses Team um Rainer Brandt mit Thomas Dannenberg und Wolfgang Hirse und so weiter, die haben halt diese ganzen Synchros, die haben auch extrem viel improvisiert und haben halt einfach, die haben auch wirklich stilprägende Sprüche rausgehauen. Also viele Dinge, was man heute so als Spruch irgendwie sagt, ganz ehrlich, kommt so aus den 70er, 80ern von Rainer Brandt. Ja. Die zwei mit Roger Moore und Tony Curtis, diese Krimiserie, hast du vom Durchseppen noch mal, schon mal gesehen, ja, aus den 70ern, ist eigentlich eine ernst gemeinte Serie. Lief so semi-erfolgreich in der BBC, in Deutschland ein Riesenhit. Warum? Weil die Synchro so klasse war. Mhm. Ja? Die zwar teilweise mit dem Original wirklich nichts zu tun hatte, man ganz übel verfremdet hat, teilweise würde man heute so nicht mehr machen. Aber die haben natürlich auch wirklich... Sprüche rausgehauen, wie gesagt, mach Platz, hier kommt der Landvogt oder schnall ab den Gummi oder was du da an, das Asthma oder Leidenschaft, ja, was du da an Blähungen ablässt, solltest du durch eine Hose filtern, I can make this all day. Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, ich fand ihn zwischendurch unterhaltsam und ist halt auch so ein Kultstatus-Ding und das war jetzt mein erster Terence Hill und Bud Spencer-Film. Ich würde mir jetzt nicht alle anderen Filme schnappen und die sofort jetzt durchgucken. Wenn du irgendwann mal sonntagnachmittags gerade so einen Film von denen schaust, dann würde ich mich dazusetzen und mitgucken. Aber es ist nichts, was ich mir jetzt vornehme zu schauen. Also ich würde jetzt nicht sagen, heute Abend gucken wir das. Weil es, ja... Also man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, nicht so ganz also mein Ding. Es gibt auch wirklich, nicht jeder Bud Spencer und Terence Hill Film ist A, gut gealtert. Es gibt auch welche, die kannst du aus heutiger Sicht wirklich nicht mehr gucken. Manche, ein, zwei, sind auch hochgradig rassistisch, kannst du so gar nicht mehr gucken. Ja, wo du echt sagen musst, nee Freunde, das machst du so heute nicht mehr, das kannst du auch so nicht mehr bringen. Ich finde, am stärksten sind sie eigentlich immer, wenn sie... In Filmen sind, die halt, wo die Umgebung nicht alt hat, weil sie schon alt war, also sprich Western, zwei Missionare, wo sie so im Dschungel da in Südamerika irgendwo so 1800 hau mich tot dann so sind, die Western-Geschichten sind also gut, Vier Fäuste gegen Rio, okay gut, der ist jetzt ein bisschen anders, aber ansonsten gibt's so wirklich welche, wo ich sagen muss, so, boah, also diese Miami-Cops-Geschichten, die sind auch teilweise, also sie haben noch ihren Charme auf eine gewisse Weise, aber die Bösewichter da sind schon so dramatisch überzeichnet und so. Also das kannst du heute fast gar nicht mehr gucken. Was man allerdings wirklich noch sehr, sehr gut gucken kann, muss man echt sagen, sind die Plattfußfilme. Auch wenn wir jetzt, auch die im Deutschen halt so jetzt blöd rüberkommen, weil das wirklich eigentlich gute Krimis sind. Mhm. Es sind wirklich gute Krimis. Klar haben die auch die Schnoddersynchro und die haben auch gute Sprüche und natürlich muss es immer eine Schlägerei geben, klar. Aber die machen aus heutiger Sicht noch einen guten Krimi.
Die sind einfach solide Krimis. Die sind handwerklich gut gemacht und so weiter. Und von daher, Plattfußfilme kann man durchaus gucken. Und sollten wir das Glas nochmal füllen, schmeiße ich vielleicht nochmal einen Plattfußfilm ein. Mal gucken. Na gut. Ja? Aber im Moment liegt keiner drin. Kann ich dich beruhigen. Ja. Okay. Wir sollten, glaube ich, auch mal irgendwann mal wirklich eine Folge machen, wo ich mir mal irgendwie 2-3 Menschen einlade, die das auch zu schätzen wissen. Ja. Ich wüsste da schon wen. Ja, und mit denen vielleicht dann mal eine Folge machen. Gut. Vier Fäuste für Halludia. Könnt ihr gucken auf Amazon Prime zum Leihen und bei Sky ist er im Abo mit drin. Das heißt also, da könnt ihr reingucken, aber auch hier gilt natürlich, den hat man eigentlich auch so zu Hause. Irgendwie ist meiner weg, ich weiß nicht, wo der ist. Nee, die sind alle im Regal. Ja, muss ich mal gucken, muss ich mal schauen, wo meiner rumliegt. Klar, haben wir alle da rumstehen. Gut, also in diesem Sinne, das waren unsere fünf Filme für heute. Wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen, nämlich am 21.06. Da könnt ihr nämlich wieder auf der German Comic Con dabei sein, nämlich auf der German Comic Con Home Edition, die unter twitch.tv German Comic Con stattfinden wird. Wir sind auch wieder dabei. Wir werden Stars-Interviews machen, wir werden Nerd-Quiz spielen. Und von daher, das wird also eine schöne Geschichte werden. Geht den ganzen Tag, fängt irgendwann um 13 Uhr an, geht abends bis 9, 10 Uhr oder sowas in den Dreh. Also von daher twitch.tv.germancomiccon, da am 21.06. die German Comic Con Home Edition. Ja, das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Ja, ansonsten haben wir schon, wie gesagt, einen Film geschaut für die 14. Folge. Ja. Und ich glaube, dass wir die 14. Folge dann jetzt ein bisschen abändern und wir gucken noch 2-3 Filme, die einfach zu dem passen, den wir gerade geguckt haben. Und dann vergleichen wir mal so gesellschaftliche Dystopien miteinander. Das können wir gerne machen. Ja. Von daher, die 14. Folge wird vielleicht mal ein bisschen anders werden. Und danach geht es aber regulär weiter. Das Glas ist wieder prall gefüllt. Ist ein toller Film drin. Ganz toll. Ich weiß noch nicht so. Doch. Sind wirklich gute Filme drin. Ja. Okay. Also, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann immer ihr das hört. Und dann sehen wir uns vielleicht in 14 Tagen oder sowas wieder. Und für alle, die uns hier auf dem Podcast hören. In 14 Tagen? Ja, vielleicht. Vielleicht auch eher. Vielleicht auch eher. Mal gucken. Wir machen das hier regelmäßig, unregelmäßig. Genau. Ja. Okay. Aber für alle, die uns als Podcast gehört haben, wenn ihr das über Podcast Addict hört oder über iTunes, dann lasst doch mal ein Review da. Oder für alle, die es über YouTube gesehen haben, lasst doch mal ein Abo da. Gebt ein Däumelein nach oben. Da freuen wir uns natürlich immer. Und in diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Bis Macht bald. Idiot. Und schaut ganz viele Filme da draus. Ciao. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.